Moin Freunde und willkommen aus dem schönen Sauerland. Wir sind heute mit dem Elias unterwegs und wie wir schon im letzten Video gesagt haben, machen wir jetzt, ja, versuchen wir zumindest jede Woche im Oktober einmal in den Wald zu gehen und zu gucken, wie sich das entwickelt, wie sich der Wald macht und ob wir noch ein paar schöne Funde machen. Wir sind auf der Jagd nach Pilzen, die wir kennen, den Elias, die Pilze, die wir nicht kennen. Genau, denn im Moment sprießen auch ohne Ende Giftpilze. Hier sehen wir schon von letzter Woche, ich drehe euch mal sofort, ein altes Exemplar von einem Fliegenpilz. Der hat sich schon nach oben richtig gewölbt und wir laufen jetzt hier, ihr seht, wir haben hier Birken, der Wald verändert sich täglich. Wir haben schon zwei Rehe. Genau, gerade haben wir auch noch zwei Rehe gesehen, das ist natürlich toll, wenn man dann mit den Kindern in den Wald geht und man sieht nicht nur Pilze und Bäume, man sieht auch Tiere. So, wir machen uns jetzt auf den Weg, wir schlagen uns hier mal durch und sobald wir was Interessantes sehen, kennt ihr ja, nehmen wir euch mit, erzählen was dazu und ja, dranbleiben. Freunde, eigentlich ein Traumwald, nicht eigentlich, ist auch. Ich habe hier unten, wenn wir es mal sehen, hier ist alles schön feucht, aber Moos. Hier habe ich irgendeinen rosanen Vertreter gefunden. Ich weiß jetzt nicht, was das für einer ist, aber da ich nicht weiß, was das für einer ist, nehme ich den auch nicht mit. Dann sind wir hier mal zwei Schritte weiter gelaufen und schaut mal. Also ich habe jetzt drei Pilze hier gesehen und das ist für mich, meines Wissens nach, ist das der Birkenpilz. Der ist schon ein bisschen weich, aber hier... Moment, Moment, da steht einer. Da steht noch einer. Ein jüngerer. Und da, die wachsen jetzt hier alle in einer Gruppe. Also das ist der Birkenpilz. Nicht zu verwechseln mit der Birkenrotkappe. Die Kappe ist ja rot. Bei dem ist der Stiel auch schön dünn und hoch. Der ist eigentlich richtig schön fest. Den könnte man mitnehmen. Ja, die ersten drei Pilze haben wir schon mal gefunden. Hier ist noch einer. Oder hatte ich den von der anderen Seite schon? Hier. Ich habe noch einen Pilz gefunden, aber nicht. Und ja, nee, das ist ein anderer. Also vier Pilze hier. Hier sind bestimmt noch mehr. Die wachsen auch so wie die Steinpilze in Gruppen. Und eigentlich ist es, nee, ist noch nicht. Ich dachte, es wäre so für Trockenheit. Aber wir schauen uns hier gleich mal um. Vielleicht finden wir ja noch was. Und was wir ganz viel gefunden haben, sind Fliegenpilze ohne Ende. Also wir schauen mal weiter. Freunde, unsere Rotkappenstelle lässt uns nie im Stich. Also die letzten Male zumindest nicht. Die letzten Male haben wir die Pilze sogar, doch, die haben wir mitgenommen, aber es waren nur drei Stück. Und auch heute, eine Woche später, sind wir hier an der Stelle. Das ist die Stelle, wo wir die ganze Familie mal gefunden haben. Und wir laufen die dann immer ab. Und ich möchte euch auch zeigen, dass auch jetzt wieder riesen, was heißt riesen, richtig schöne Exemplare da sind. Da, schaut euch diesen Pilz mal an. Richtig schön. Kannst du ihn mal bitte festhalten? Ich mach die Stelle fest zu. So, nochmal zu der Stelle. Da haben wir uns letztens unterhalten unter einem Video. Machen wir gleich. Und zwar der Pilz, den ich jetzt da geerntet habe, die Frucht, das ist die Frucht. Der Pilz befindet sich unter der Erde. Das ist ein Pilzgeflecht. Es, je nachdem, was für ein Pilz, ist der ganz weit. Und deswegen sprießt er ja auch, kann er auch überall hochkommen. Und es ist egal, ob ich den abschneide. Wobei bei so einem Pilz, wir haben nur, Elias, halt ihn mal fest. Wir haben nur so viel Pilz gesehen, ne? Und das ist auch noch, das gehört auch zu der Frucht. Das hier würden wir abschneiden und würden das alles drinnen lassen. Es wird halt einfach verkommen. Es soll jeder für sich so halten, wie er es für richtig hält. Ja, es scheiden sich auch die Geister. Die einen schwören aufs Rausschneiden, die einen schwören aufs Rausdrehen. Ganz wichtig ist bei dieser Geschichte, dass man die Stelle, wo der Pilz war, hier ist noch einer, schaut mal her, schön betarnt,
Ah ja, überall diese wilden Brombeeren. Auch hier gehe ich mal her und zeige euch mal, wie viel Pilz noch in der Erde ist. Wenn wir diesen abgeschnitten hätten, schaut mal her, wir hätten den hier abgeschnitten. Und das ist auch alles noch dieser Pilz. Wichtig ist, dass wir die Stelle zumachen. Dass der Pilz, der da drinnen ist, dass der nicht kaputt geht. So, und jetzt gehen wir weiter. Wie ich schon gesagt habe, gehen wir weiter, Elias, vor. Diese Stelle lässt uns hier nicht in den Stich. Wir müssen halt ein bisschen krabbeln und klettern und gucken. Schlimm ist es in diesem Wald mit den Brombeeren, mit den Wilden. Aber auch hier, aber ich wollte mal die Kappe stellen. Guck mal, alles schön weiß. Der ist frisch, der ist knackig. Da. Schaut mal her, hier ist der nächste. Wir sind einmal erstmal rumgelaufen. Kannst du ihn auch festhalten? Wie den anderen mal raus. Das ist unsere Stelle. Schaut mal, wie viel Pilz. Hier ist noch einer, der daneben wächst. Und jetzt haben wir es gerade mal offen hier. Ich zeige euch das. Elias, warte mal. Ich decke das gleich alles zu. Aber das ist der Pilz. Das ist der satte, weiße Pilz, der sich hier überall unter dem Laub ist. Das werde ich mal zumachen. Ne? Wichtig ist, dass wir den Pilz zumachen, dass der nicht austrocknet, dass der nicht kaputt geht. Und das ist der Pilz. Das, was wir hier geerntet haben, das ist die Frucht. Ne? Und wir würden teilweise so viel verlieren. Also die Hälfte von der Frucht würden wir halt drinnen lassen. Und einen schönen haben wir hier noch gehabt, ziemlich am Anfang. Wir haben die erstmal alle stehen gelassen, weil für einen Pilz schneide ich hier nichts ab. Genau, hier hinten, der war auch ganz getarnt. Schaut mal her. Auch hier sehen wir halt nur so viel. Und wenn ich den Pilz jetzt raushole, sehen wir, was das für ein Exemplar ist. Wunderbar. Auch hier wieder schön zumachen. Da. Fertig. Freunde, unsere Stelle, die hat uns auch heute wieder nicht im Stich gelassen. Wir machen trotzdem noch weiter. Freunde, wir haben die Stelle gewechselt. Und welchen Pilz man jetzt überall über den Weg läuft, ist hier der schön aussieht. Aber giftig ist, wie Elias schon sagt, und den wollen wir nicht haben. Wie gesagt, der ist schön anzusehen, aber schaut mal, was für eine Wiese Fliegenpilze. Und da oben geht es noch weiter. Die Kleine, die kommen gerade alle erst aus dem Boden zum Teil, ne? Teilweise richtig frisch. Das heißt, es ist eigentlich noch nicht zu früh und noch nicht, auf keinen Fall zu spät und auf keinen Fall zu früh, nach Pilzen zu schauen. Und egal, wo wir hier herlaufen, irgendwo laufen wir immer einem Fliegenpilz über den Weg. Wir laufen, also in diesem Waldstück waren wir noch nicht. Da wollen wir mal schauen, hier ist auch so Misch. Ahorn sehe ich hier, glaube ich, und Birken, Fichten, Eiche, also so ein Mischwald. Und wir laufen da einfach jetzt mal rein und schauen, ob wir irgendwie was finden. Sieht ziemlich trocken aus, aber es muss ja nichts heißen. Wir schauen einfach mal. So, in dem einen Wald, wo wir gerade waren, da war nichts außer Fliegenpilze, wo es ein bisschen feuchter war. Und wo es ja halt nicht so feucht war, gab es gar nichts. Ja. Da haben wir jetzt mal die Stelle gewechselt. Die letzte für heute ist unser Hauswald. Aber zuvor möchte ich euch was zeigen. Schaut euch mal diese Bananenstauden an und das im Sauerland. Das ist nicht der Hammer, die sind mindestens 4 Meter, 4,5 Meter hoch. Und da soll mal einer sagen, das wächst hier nicht. So Freunde, wir gehen jetzt zu unserem Hauswald und gucken mal, was da geht. Freunde, bis gleich. Freunde, nun sind wir hier an unserem Hauswald angekommen. Und auch hier bietet sich uns das gleiche Bild an wie in den ganzen anderen Wäldern. Vielleicht erfahrene Pilzsammler von euch, die noch viel, viel mehr Ahnung haben,
als Elias und ich. Könnt ihr uns vielleicht erklären, warum das jetzt so ist zu dieser Jahreszeit? Haben wir vorher nicht gesehen. Auch hier haben wir die rote Armee. Ohne Ende, da einer, hier einer. Und das zieht sich hier wieder. Teilweise ziemlich junge. Und ja, warum ist das jetzt so? Könnt ihr uns das erklären? Wir haben da keine Ahnung. Lasst uns auch gerne immer wieder belehren und lernen gerne neu dazu. Vielleicht hat da jemand Ahnung. Hat das irgendeine Bewandtnis? Ist das gerade die Jahreszeit dafür? Hier haben wir so ein bisschen Misch. Hauptsächlich Birke und Buche hinten. Da hinten haben wir Fichte. Da gehen wir jetzt nochmal durch, weil da ist schön moosig. Und hier muss ich sagen, ist es auch ziemlich trocken. Hier waren letztes Jahr übrigens die Stelle, wo wir unsere allerersten Steinpilze gefunden haben. Ich weiß nicht, vielleicht ist es noch zu früh, vielleicht ist es noch zu trocken, vielleicht kalt ist es nicht. Wir hatten diese Woche teilweise 20 Grad. Aber hier laufen wir jetzt nochmal ein paar Meter. Und schauen mal, weil hier ist dazwischen überall Moos. Speichert ja doch ein bisschen die Feuchtigkeit. Bis gleich zum Fazit. So Freunde, kommen wir zum Fazit. Elias, wie war's? Gut. Gut war's. Elias ist immer gerne unterwegs. Elias hat immer gerne ein Abenteuer im Wald und das passt doch super. Bis auf die Stacheln in der Hose von den Brombeeren und in den Schuhen. Freunde, kommen wir mal zum Fazit. Im ersten Wald hat es richtig schön nach Pilz gerochen, richtig schön nach Wald, nass, feucht war es. Im zweiten Wald war es zu trocken und hier im letzten, wo wir gerade zurücklaufen, war es auch viel zu trocken. Bis auf die Fliegenpilze haben wir nichts gefunden. Bitte sagt uns da, wenn ihr Ahnung habt, was es damit auf sich hat. Weil in jedem Wald, wo wir waren, in den dreien, Unmengen an Fliegenpilzen. Es macht uns weiterhin Spaß und in den nächsten drei Wochen nehmen wir euch auf jeden Fall auch noch mal mit zu so einem Pilzvideo. Des Weiteren ist dann noch was geplant in Themen oder zum Thema Pilz, aber mal schauen, wie sich das ergibt und ob wir das schaffen. Und das Dritte ist, möchten wir auch noch mal wieder sagen, esst nur das, was ihr kennt. Was ihr kennt, richtig. Und nehmt so viel mit, wie ihr verwerten könnt. Ne? Lasst euch nicht erwischen, wenn ihr zu viel habt. Habe ich ja schon gesagt, gibt empfindliche Strafen. Ja, Freunde, wir sind am Ende angekommen. Tut mir leid, für jetzt am Ende hier noch ein bisschen für den Krach. Rechts von mir ist, wie ich schon gesagt habe, vorhin, glaube ich, die Autobahn. Und ich sag mal so, bis dahin, bis zum nächsten Video. Tschüss.